ich muss raus in die Welt und Action machen. Und während alle sagen, regel dein Leben, doch lieber das Rap-Ding machen. Doch lieber auf der Bühne führen, zwar in die Gage stehen, Kollegen verdienen zwei Riesen, während ich kein wahres sehe. Doch gerade stehen kann ich trotzdem und das Gefühl auf der Bühne entschädigt immer jegliches Kopfweh. Das ist Traumleben auf Kohle scheißen, das ist aufnehmen, rausgehen und großes reißen. Das ist Klartext reden und die Leute mitnehmen. Das ist Busfahren statt Karren mit einem teuren Emblem. Das ist Luft in die Brust ziehen, den Kopf frei machen, Augen schließen und den Frust aus der Brust schieben. Geführt von Drums und Emotionen schlage ich mich durch, vorbei an wilden Tieren in einer Plastikwelt. Lego Zoo. Ebenso wünsche ich weiter viel Erfolg, denn heutzutage geht Mucke mit Herz wieder Gold. Es ist immer dieser Drahtseilakt zwischen Pflichten, Flüchten, Spaß und Hass. Und mein Gewissen plagt der Gedanke Tag und Nacht, denn inzwischen liegt Musik auf meinem Arbeitsplatz. Darf sie das? Immer dieser Drahtseilakt zwischen Pflichten, Flüchten, Spaß und Hass. Und mein Gewissen plagt der Gedanke Tag und Nacht, denn dieser Rap macht sich gut auf meinem Arbeitsplatz. Darf er das? Ich denke an meine Zukunft und treibe zwischen Institutionen auf der Suche nach Halt. Und ich setze mich für Studium ein, doch dann sagt Lucifer nein, du musst ein Musiker sein. Denn im Studio schreiben sich die Texte nicht wie Hausarbeiten, beweisen sich die Kräfte nicht in tausend Seiten. Du kannst deine Traumwelt zeichnen und egal wie komplex sie in einem Part aufarbeiten. Das ist kreativ sein und frei, das ist Zugfahren im Main, Beat mit dabei, das ist Liebe zum Detail. Das ist sich anstrengend, doch trotzdem niemals zufrieden mit sich sein. Spezifischer Perfektionismus, denn statt für das Geld schlägt dein Herz für den Rhythmus. Das ist der Schrei nach der ewigen Jugend, aber keiner von uns verhindert je das Drehen der Uhren und es bleibt immer dieser Drahtseilakt zwischen Pflichten, Flüchten, Spaß und Hass. Und mein Gewissen plagt der Gedanke Tag und Nacht, denn inzwischen liegt Musik auf meinem Arbeitsplatz. Darf sie das? Immer dieser Drahtseilakt zwischen Pflichten, Flüchten, Spaß und Hass. Und mein Gewissen plagt der Gedanke Tag und Nacht, denn dieser Rap macht sich gut auf meinem Arbeitsplatz. Darf er das? Darf er das? Mit 13 hatte ich einen Traum. So ist es eben. Ich teile die Zeit, die mir bleibt, mit meinem Stift oder meinem Mic. Mit 13 hatte ich einen Traum.